Was hier angerast kommt, ist der wilde Robert, der im Maßstab 1 zu 87 durch das Döllnitztal im Modell rollt, auf 9 mm breiten Gleisen. Dargestellt ist der Teilstreckenabschnitt von Thalheim, das ist die übernächste Station in Richtung Mühlen, bis Mühlen etwa in der Zeit zwischen 1950-60. Wir haben uns für diese Zeit entschieden, weil in dieser Zeit noch relativ viel Personen- und Güterverkehr auch war und haben also auch die Gebäude, die sind also maßstäblich nachgebaut, vermessen und fotografiert. Man lässt seine Augen über diese Anlage schweifen und blättert in einem offenen Geschichtsbuch. Hier wird sie wieder lebendig, die ländliche Idylle, die manch Besucher auf Film festhalten möchte. So sah der Bahnalltag im Döllnitztal um 1960 aus. Auf einer Anlage, deren Beginn mehr zufällig war. Das ging eigentlich ganz harmlos los. Das war vor 2000. Da war bei uns in der Region eine Modellbahnausstellung und da hatten die Schmalspurdarsteller von verschiedenen anderen Strecken dargestellt und nie gab es was von uns. Und da habe ich dann mal gedacht, das müsste doch eigentlich mal auch zu machen sein. Da habe ich dann angefangen, den Bahnhof Thalheim mit dem ersten Stück zu bauen. Und damit ging das Ganze eigentlich los. Mit drei Teilen, da mal ein Stückchen hin und her, das war natürlich auch nicht befriedigend. Und dann ergab sich das, dass dann ein Teil nach dem anderen noch dazu kam. Sodass wir also zum Schluss hier in Mühlen gelandet sind. Das war ursprünglich nicht geplant. Als ich das Teil Thalheim angefangen habe, ist ja das Gehöft von Lennertz da an der Ecke. Und das wollte ich also nachbauen. Und da musste ich erst einmal dort vorstellig werden und habe eigentlich zunächst auch mit seinen Eltern da viel mehr Kontakt gehabt, weil das jahrgangsmäßig ja eigentlich auch besser passt. Dann ergab sich das dann aber auch so, dass wir uns immer näher kamen, weil er ist ja ursprünglich Lokführer gewesen, konnte also sehr viele Fehler, die gemacht wurden, wieder korrigieren. Und dann kam doch dazu, er hatte ja schon seit längerer Zeit so eine Alpaka-Zucht und brauchte immer mal jemand, der mal ein bisschen was mitgemacht hat. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Arbeit, mit Alpakas zu arbeiten. Alpakas sind Herdentiere und Pflanzenfresser, sehr friedliche Gesellen, die auch in der Therapie eingesetzt werden. Wir haben dort eine gewisse Zeit lang Ganztagsschulangebote getätigt, Freizeitangebote mit Kindern. Und dadurch ist eine sehr wohltuende Zusammenarbeit entstanden. Und ich habe mich dann bei ihm bei der Modellbahn mit eingebracht. Und er hat tatkräftig bei den Aktivitäten der Alpakas mit unterstützt. Und so ist, wie sagt man so neudeutsch, ein sehr gutes Joint Venture entstanden, was bis heute anhält. Alpakas gehören zur großen Familie der Kamele, denen aber irgendwie der Höcker abhanden gekommen ist. Kakadus nennt man liebevoll die bunten Dieselloks auf der Döllnitzbahn. Mit dieser Farbgebung hat man einen Wunsch der jugendlichen Fahrgäste erfüllt. Man kann es sehen. Viele der Schüler sind ganz wild auf den wilden Robert. Wir führen im Moment einen bestellten Schülerverkehr durch, der aber natürlich ein allgemeiner öffentlicher Verkehr ist. Wir fahren 4 Umläufe am Tag, die dem Bedarf angepasst sind. Das heißt, wir fahren sehr zeitig früh los, was keine andere Schmalspurbahn macht. Und gegen 16 Uhr ist der Betrieb dann hier beendet, weil dann natürlich die Schüler alle zu Hause sind. Und der Fahrplan ist mit dem örtlichen Omnibusbetrieb abgestimmt, sodass es da kaum bis keine Parallelfahrten gibt. Und das finde ich sehr gut, dass man sich da mit dem Betrieb und mit dem Kreis und Landkreis natürlich da auch einigen konnte. Im Schülerverkehr ist der wilde Robert als Zug mit den Kakadus unterwegs
oder als moderner Triebwagen mit einem farblich abgestimmten Anhänger. Ursprünglich haben wir das eigentlich so gehandhabt, dass wir nur die Fahrzeuge haben fahren lassen, die in den 50er, 60er Jahren hier auf der Strecke waren. Dann kam es aber dazu, dass Anfang des Jahres hier auf der Strecke der Triebwagen, der österreichische Triebwagen kam. Und schon im Vorfeld war der als Modell erhältlich und das Modell haben wir geschenkt gekriegt. Da haben wir dann unser ganzes Konzept umgestellt und haben gesagt, wir machen das also jetzt anders. Wir lassen hier alle Fahrzeuge fahren, die überhaupt von Anfang an gefahren sind, von 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Das macht Sinn, denn der Besucher möchte schon die Realität im Modell wiederfinden, genauso wie er sich an Vergangenem erfreut. Für die Menschen an der Strecke war die Bimmelbahn oft das wichtigste Fortbewegungsmittel, häufig sogar das einzige. Klar, dass sie hoch im Kurs stand. Die persönlichen Erinnerungen der Betreiber sind häufig 1:1 in den Bau und in die Gestaltung der Anlage eingeflossen. Anschaulicher geht es kaum. Also das ist mein heimatlicher Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, weil man hier zu Hause ist, widerspiegelt das natürlich auch ein bisschen diese Heimatgeschichte und diese Erlebnisse, die man als Kind gehabt hat. Wir sehen hier ein kleines Karussell. Da sieht man mich vor ca. 60 Jahren, wie ich mit Nachbarstochter auf so einem ausgebauten Rad von einem Kastenwagen Karussell fahren konnte. Beispielsweise gibt es auch noch anderweitige Sachen, dass ein alter Landsbulldog die Dreschmaschine in die Scheune gefahren hat. Und auch dieser Getreidewagen unter Dach gefahren wurde, damit es sicher vor Regen steht. Da gibt es eine ganz besondere Geschichte. An der einen Wandseite von der Scheune sieht man eine kleine Klappe. Diese kleine Klappe, die wurde immer geöffnet, damit die Deichsel durch das Mauerwerk geschoben werden konnte, damit es leichter lenkbar war. Und mein Vater hat dann immer als Bauer die Weisung erteilt, nach Verlassen der Scheune ist diese Klappe wieder zu schließen. Das hat natürlich eine gewisse Bewandtnis gehabt, aus dem einfachen Grunde, wir hatten seinerzeit einen artgerecht gehaltenen Kettenhund mit einer langen Kette. Aber irgendwann hat es irgendwann mal jemand vergessen, diese Klappe zu schließen. Der Hund hat irgendwas entdeckt auf der anderen Seite der Mauer, ist da durchgesprungen. Die Kette war leider zu kurz. Der Hund war verschieden. Seitdem haben wir keinen Hund mehr auf dem Hof. Ja, und dann haben wir auch noch weitere Sachen. Mein Vater ist tätig, dort noch die Maulwürfe zu fangen, was zu dieser Zeit gang und gäbe war. Meine Mutter, die tut unter Aufsicht meiner Großmutter die Gartenarbeit verrichten. Ein Westbesucher fragt nach dem Weg. Und wir hatten auch in der Umgegend einen Gärtner, der bekam immer mit der Bahn die Rohlinge für die Advents- oder Friedhofsgrenze. Der Bahnagent ist auch zu sehen, der in Thalheim die Fahrkarten zu verkaufen hatte, den Bahnhof zu pflegen hatte und auch diese Stückgutwaren entgegenzunehmen hatte, um die entsprechenden Kunden weiterzuleiten. Persönliche Erinnerungen, Geschichten aus der Heimat und die schmalspurige Bimmelbahn verweben sich zu einem faszinierenden Gesamtgemälde. Oder, und jetzt hauen wir etwas auf den Putz, zu einer Bahnhistografie vom Allerfeinsten.